Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Richtig. Wir sollen zu Talos gehen und dort die Mission für den Almanach oder irgendwie so beginnen. Ja, mal gucken, was das wird. Ich glaube, ich weiß, wo der ist und was der ist und alles so, aber. Ja, richtig. Hingehen muss man trotzdem noch. Da stirbt er nicht von? Oi, oi, oi. Wo ist das? Ist Talos einer von denen, ne? Das sind alles Inzuchtleute, deswegen sehen die alle gleich aus. Da machst du nix. Genau. Erwache. Du bist Talos, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht darüber reden. Ich glaube kaum, dass ich daran erinnern werde. Ja. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Da war nicht alles klar. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Und ich sagte, ich weiß schon, wo das ist. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich? Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, ja. Ich bin bereit. Wir können losgehen. In Ordnung. Folge mir. Feigling. Was ist denn sowas? Nennt sich Novize. Ich weiß auch, wo diese Dinger sind. Wir haben die Goblins doch schon in irgendeiner der vorherigen Folgen gesehen. Aber, ja. So, haben wir 50 Erz rausgehauen. Ja, und vor allem, dass der auch, der ist ja richtig mutig so, ne? Ich geh mit dir dahin, wo du sagst. Alles klar. Jetzt mach schon! Los, schlag zu! Was ist der Alarm? Fast so lahm wie der Philipp. Ja, mal gucken, ne? Also ich denke mal, dass das einfach die Goblins sein werden, weil es gibt wahrscheinlich nur diese Goblins auf der ganzen Karte. Und ja, in Gothic 3 ist das ja eher so, da sind Goblins ja wirklich so eine Plage. Die sind ja wie so kleine Fruchtfliegen bei einer Mülldeponie. So häufig, wie die da sind. Oder Motten beim EM-Finale. Richtig. Das ist genau das, was ich dachte. Das ist auf jeden Fall sich wow. Hier, mein Freund. Veräppeln oder so? Junge. Es gibt unfähige Menschen und es gibt dich. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Ja. Alles klar. Und ich werde die Dinger hier über die Brücke locken, das weißt du auch, ne? So, die Hallo, Tala. Also, es gibt feige Menschen und es gibt ihn.
klar. Ja, Talas, das ist ja... Du zeugst ja von richtiger Männlichkeit. Das ist ja fast wow. In die Schlacht! Oh. Ja. Das Ding ist, du kannst dich natürlich mit dieser... Ich kann jetzt keine Beleidigung machen, ohne eine Minderheit zu beleidigen. Für dieses Spiel halt nennen. So. Das hätten wir. Die haben nur die Keulen dabei. Du bist richtig, also das ist Männlichkeit pur, Talas. Männlichkeit pur, würde ich mal behaupten. Pulling! Ich finde es auch sehr realistisch und gut, dass man im Rückwärtslaufen sein Schwert nicht ziehen kann. Aber es ist auf jeden Fall geil. Oder auch solche, solche Sachen wie, man kann aus der Drehung nicht schlagen oder, also das sind, die lassen den Realitätsgrad immer extremst in die Höhe schnellen. So. So. Nahrung. Ich muss mir wieder hier Reis. Hey! So, das haben wir geschafft. Also, das Schwierige war daran halt, dass der Nutzer überlebt. Nicht der Charakter. So. Aber das ist ja eigentlich ist das ja gar kein Problem bei dieser geilen Steuerung. So. Ich habe auch gleich wieder 80 Nagelkeulen. Trank diesmal? Ja, ich kann ja, wenn man ein Schwert in der Hand hat, mit einer Hand kann man den Trank nicht mehr trinken. Das ist ja ganz offensichtlich. Da ist er mit der anderen Hand mental so beschäftigt, dass es quasi keine Möglichkeit gibt. Oh. Was man ja auch sagen muss, also die haben die Synchronisierung, das ist AAA. Da fragt man sich gerade, ist das Spiel, gilt sowas als AAA?
oder ist das irgendwie Triple Z? So, weiter geht's. Worüber kann ich jetzt reden? Ich könnte über das CSGO-Projekt reden, guck mal. So, das CSGO-Projekt. Ich weiß nicht, wann das beginnt. Also, das CSGO-Projekt ist schon begonnen, wo ich dieses Let's Play hier aufnehme. Ich weiß natürlich nicht, wann Gothic rauskommt. Ich schätze mal, dass der Release-Datum hiervon ist irgendwann so im geschätzten Februar wahrscheinlich. So. Da wird. Ich sag einfach mal, dass das, ich sag einfach mal, dass das CSGO-Projekt zu dem Zeitpunkt schon beendet sein wird. Weil ich diesem Projekt einfach halt schon seit... also am Anfang noch, aber ab der ersten Folge, wie es gelaufen ist... klar, also das sind ja nicht viele hier. Einfach keine hohe Lebensdauer gegeben habe, weil ich habe ja nichts gegen den Hasen, gegen Nana, gegen Cyber, gegen Flori, aber dieses Projekt ist also wo kommen die denn alle her? Ich meine, man hat es ja in den Folgen gehört. Die paar, die hochgeladen wurden von mir. Dass dieses Projekt die Leute untereinander alle extremst feindselig untereinander alle waren. Also, ich habe das halt echt gemerkt, dass zum Beispiel der Hase oder so, dass da richtig in jeder Folge ein wirklich enormes Streitrisiko war. Es ging halt meistens darum, ja, also im Endeffekt, jemand wollte jemand anderen nicht reden haben, während man selbst irgendwas machen wollte. Was dann begründet wurde mit, ich brauche gerade Stille, ich bin zwar kein guter Spieler, aber ich tu mal so, weil jeder CSGO-Spieler ist ja professionell, deswegen, muss ich auch, ne? So läuft das halt bei, also ich denke, das ist nicht nur bei unserem CSGO-Projekt. Alles klar. Nicht nur bei unserem CSGO-Projekt, so das ist bei vielen CSGO-Projekten so wahrscheinlich. Aber halt auch bei unserem so. Und deswegen, weil das so feindselig ist, ich hab irgendwann wieder nachgedacht, ja, also aufnehmen tue ich eh nicht alle Folgen, die wir da in der Aufnahme haben. Wenn man so an einem Tag, so meistens, also an einem Samstag, drei Aufnahmen, von denen nehme ich meistens eine Folge auf. Au, unter anderem aus dem Grund, zum anderen, weil, zum anderen, weil das halt einfach kein Projekt ist, was zu meinem Kanal passt. Also CSGO ist für mich dann doch im Endeffekt mehr
ja, auf irgendwelchen Kanälen, die das können. Quasi, sag ich mal. Okay, ich speichere einfach mal. Und da ich mich halt offensichtlich nicht als Cisco ISL ECC Spieler identifizieren könnte, ist das kein Projekt für meinen Kanal. So, meinem Kanal gibt es halt Story-Spiele, so wie Gothic. Deswegen, es ist bei mir halt auch wirklich mit dem Gameplay so, dass mir das dann halt zum Beispiel auch dieser uralte Zauberbuch enthält eine Reihe magischer Formeln, die sich auf die Verwendung sogenannter Vogelsteine beziehen. Nicht bezahlen wahrscheinlich. Deswegen ist mir das zum Beispiel auch egal, ob ich cheat bei Gothic, ich will halt die Story genießen. Das kann ich besser, wenn ich mit diesem Spiel Spaß habe, und das geht in manchen Situationen halt einfach besser, wenn ich cheate. Gebe ich so offen zu. Aber muss man akzeptieren. Ich denke auch, dass es für euch besser ist, oder schöner ist, wenn ich darüber rede, dass das, was man so macht und was für Projekte und was ich so erlebe und was für, wie ich die Story finde, wie ich die begleite, alles so etc. und so weiter, ne? Du hast den Almanach gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Ja. Ne, und sowas, als wenn ich die ganze Zeit sage, oh, diese Scheiße, und was ist das denn wieder für ein Drecksgegner, und A und I und A. Das passiert mir halt immer, wenn ich mich aufrege, weil dann kann ich nicht sagen, also wenn ich so richtig einen schönen Tag habe, wo ich richtig so die wo ich so richtig die Fassung habe an manchen Tagen, da kann ich das, spiele ich dann halt so 10 Folgen Skyrim, geh nur tot, alles klar, ich sterbe nur. Und doch trotzdem, ja, okay. Aber es ist halt eher seltener, was ich auch verstehe. Also ich würde bei mir halt einfach sagen, wir haben eine relativ geringe Frusttoleranzgrenze, was sowas angeht. Bei akuten Ereignissen habe ich eine geringe Frusttoleranz. Das würde ich bei mir vielleicht selbst diagnostizieren. Allerdings bei alles, was so ein bisschen weiterfassend ist, habe ich eine sehr relativ hohe Frusttoleranz. Also was so längerfristige Ereignisse angeht und quasi so im privaten Leben und alles so, da ist das schon eher deutlich besser. Ja. Hier sind wir wieder. Am besten du bringst den Almanach gleich zu Kurkalom. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Also bei dem muss man echt noch Kappa dahinter schreiben. Sonst weiß ja auch nicht, was Sache ist. So. Gut, dass man nicht direkt alle auswählen kann. Das steigert das die Spannung. Manche lernen gar nicht das gut. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Immer wieder dieselbe Leier. Ja, und ihr so? Wetter war heute super, war schön warm. Mal wieder. Ich habe heute Milch gekauft, 6 Tüten, 1,5% Fett, steht noch auf meinem Bett, ist von Ja die Milch. Als ich im Supermarkt war an der Kasse, ne, vor mir so ein Mann,
etwas älter. Der hat halt nichts aus seinem Einkaufswagen rausgenommen. Er muss die Kassiererin erst alles einzeln scannen. Das war auch super. Da habe ich dann so lange gewartet, dass ich mir Mentos gekauft habe. Die bunten. Die Fruity Mentos. Ja, ich bin also richtig badass. Da hat die Kassenpsychologie, Einkaufspsychologie so richtig geholfen. Ja, sag mal, ich bin irgendwie langsam fertig. Sieh mal noch. Ja. Stories aus wann was leben. So, genau. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Richtig. Ja. Gut. Gehen wir zu Korka. Lom. Wusstet ihr, dass ich lange Zeit nicht wusste, was der Unterschied zwischen Sumpf und Moor ist? Ja. Das, fand ich immer sehr lustig. Ich dachte immer, das wäre dasselbe. Ich halte mich da. Okay, wir wissen beides ist gefährlich. So. Herr Wache! Was willst du? Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Herr Wache, was willst du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Erz, Spruch, alle Erz in dem Falle. Gib mir Erz. Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. Und? Ich habe das Kraut abgeliefert. Gut, mach dich ander... Wir sehen uns. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge und tschüss.